Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute unterwegs und wollen euch zeigen, wie man gerade unter schwierigen Bedingungen die Zander fängt. Wir sind heute in den Niederlanden unterwegs, auf einem Fluss, und werden heute versuchen, bei nicht einfachen Bedingungen, strahlender Sonnenschein, es wird heute ein warmer Tag, vor allen Dingen passive Zander abzugreifen, und wollen euch zeigen, wie ihr gerade diese passiven Fische ja auch bei schwierigen Bedingungen fangen könnt. Dazu verwenden wir zwei Methoden, eine aktive Route und eine passive Route. Ich habe jetzt hier die passive Route in der Hand, das ist hier die Bullseye Pelagerk. Da verwenden wir ein Fireball-System, ne? Da kommt eine kleine Grundel drauf und die bieten wir knapp über Grund an als tote Route. Und der Sebastian fischt aktiv. Ich fische aktiv. Dropshot, ein kleiner Einzelhaken, 30 Gramm Blei an der Skipwhip mit der ganz normalen Stationärrolle und ich zuppel den sozusagen einfach nur mit der Drift hinterher. Und ja, hoffentlich kommt da der ein oder andere Zander ans Band. Ich habe jetzt hier einen Döbel, den hake ich einfach vorne in der Schnauze an, wenn er dann auch rein will. Die sind noch ein bisschen gefroren, dann sträuben die sich immer, also vorher ruhig in Wasser legen, dann tauen die ein bisschen auf. So einmal hier durch und den Angshaken setze ich dann hier oben in die Rückenplatte, relativ mittig, und so steht dieser dann schön vertikal knapp über den Grund und bringt hoffentlich einen großen Zander. Kommen wir jetzt zur Grundel. Hier läuft es ähnlich. Einfach von unten gerade durch. Grundel sitzt und fertig. Einfacher geht's nicht. Richtig guter Biss gewesen. Ja. Im Grunde noch da. Ja, jetzt hat es erstmal gerumst. Ich denke, es ist ein kleiner Zander. So, schauen wir mal. Ja, ein ganz kleiner Zetti. Aber ich glaube, da brauchen wir auch keinen Kescher für, den nehme ich von der Hand. Und so klein wie der ist, darf der auch direkt wieder gehen an der Bordwand. Kein Stinger nötig, einfach der Einzelhaken, perfekt gefackt vorne. Ist dann auch schnell und schonend für den Fisch gelöst und er kann direkt wieder gehen. So kann es weitergehen. 5 Minuten im Wasser. Nein, schon wieder losgelassen, ey. Nein! Ach, ey. Das war jetzt nicht so wie gerade, aber auf jeden Fall nicht so. So klein wie gerade. Aber hängt auch wieder genau oben in der Lippe. So, auch wieder nur der Einzelhaken. Ist kein Stinger nötig und so könnt ihr auch kleine Fische wunderbar und schonend releasen. Weiter geht's. Ja,
Jetzt habe ich gerade den ersten richtig harten Biss gehabt. Vermutlich auch ein etwas besserer Fisch. Ich meine, wenn man sich den Köfi anguckt, der war frisch. Lässt wahrscheinlich eher auf den Hecht schließen als auf den Zander. Also einfach mal komplett einmal durch. Aber auch den nicht wegschmeißen, genauso wieder runterlassen, der fängt immer noch. Nachdem wir jetzt hier den Uferstreifen direkt im Hauptfluss abgefischt haben, wir sind so parallel 5 Meter bis 10 Meter vom Ufer entfernt mit dem E-Motor gedriftet und ja, der Alex hatte hier 2 Zander, den Hechtbiss und so hatten wir noch ein paar Bisse auf der Strecke, also die Grundeln wären jetzt schon knapp, ich hatte 2 Bisse, die auch nicht hingen und wir versuchen jetzt nochmal einen anderen Abschnitt, wo wir uns ein bisschen größere Fische erhoffen und wechseln jetzt den Spot. Gute Zander, auch auf die Grunde. Das heißt guter, besserer auf jeden Fall. Auch richtig gut reingetrockt der Fisch. Hängt auch schön am Mundwinkel. Tja, bei mir beißt es jetzt nicht mehr. Dafür räumt der Sebastian jetzt vorne ab. Aber man merkt jetzt schon, wie es langsam wärmer wird. Und versuchen die Fische jetzt minimal tiefer an der Kante zu suchen. Eben haben wir so auf 5 bis 6 Meter gefischt. Und jetzt sind wir die Kante ein Stück weiter runter. Auf 6, 7, maximal 8 Meter. Den Kescher geben, ist etwas besserer Fisch. Das ist nicht schlecht. Oh. Yes, Mann. Guckt euch das Schiff an, Leute. Ist das ein geiler Zander? Richtig schöner Fisch. Jetzt messen wir ihn mal eben schnell. Ja, glatte 80 cm. Dass wir jetzt heute so eine Kanone hier rausholen, muss ich sagen, habe ich selber nicht mit gerechnet. Aber zeigt halt nun immer mal wieder, was der kleine Köderfisch oder in dem Fall die kleine Grundel einfach für eine Waffe ist. Ne? Kleine Grundel, 6-7 cm lang, im Sommer genau die richtige Beutefischgröße. Und da machen auch die großen Zander keinen Halt vor, den hauen die sich gnadenlos weg. Ja, ich habe gerade
das Rotauge runtergelassen. Im ersten Moment hatte ich gedacht, ist ein Hänger, weil ich mir kaum vorstellen konnte. Und ja, also da war direkt der Hecht wieder zugange. Also Köderfisch läuft heute wirklich super. Die Fische stehen relativ grundnah. Wir machen jetzt weiter, vielleicht bekommen wir noch einen. Guter Biss, aber wieder ein kleiner Zander. Aber auf jeden Fall hat der Power. Aber auch wieder auf die Grunde, direkt am Maulwinkel. Und ab. Weg ist er. Tote Rute und noch mal ein Zander. Ein schöner Zander. Auf das 15 cm Rotauge. So, da ist der Bursche. Ja, ein Anfang 60er Zander. Der hat gerade das zerfledderte Rotauge genommen, wo schon die zwei Hechtbisse drauf waren, wo man eigentlich dachte, da geht's nichts. Der kommt jetzt zurück und dann geht's weiter. Nochmal kurz ein paar Worte zum Echolot und zur Einstellung vom Gerät. Wir nutzen heute hier das Wellmarin Element 9 HV. Ganz einfach gemacht. So, wir wählen heute hier den ganz normalen Fischfinder aus, den ganz normalen Sonar. Was wir aber machen, wir stellen die Empfindlichkeit ein. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite die Möglichkeit, zwar etwas schnell, zum einen die Geberempfindlichkeit einzustellen. Diese fahren wir relativ weit runter, weil uns wirklich nur die Fische interessieren, die unmittelbar unterm Boot mittig im Kegel drin sind. Die Fische, die sich vielleicht am Rand des Kegels bewegen, die sind für uns erstmal nicht interessant. Was wir zusätzlich machen zu dieser Einstellung, wir wählen die Intensität an und setzen auch diese relativ mittig runter, dass wir nicht zu stark das Ganze verstärkt haben. So, dann noch als dritte Sache haben wir hier die Möglichkeit, bei dem Gerät den Oberflächenfilter auszuwählen. Ich zeige es euch einmal, wie es aussieht. Wenn wir diesen rausnehmen, sieht man auf einmal ganz schnell hier oben die Störsignale. Und wenn wir fahren, kommen dann natürlich auch Verwirbelungen vielleicht von anderen Schiffen. Und auch die wollen wir nicht sehen. Also, nochmal auf Empfindlichkeit. Auf den Oberflächenfilter. Und jetzt sieht man, wenn ich diesen hochsetze, ganz schön wie oben im oberen Bild die Störungen verschwinden. So, das sind die Einstellungen, die wir heute hier nutzen. So sehen wir wirklich nur die Fische, die sich exakt unter dem Boot befinden, die sich vielleicht vom Grund lösen und den Köder mal anschauen. Und eigentlich eine recht erfolgreiche und einfache Angelei. Ich glaube, das ist auch kein ganz kleiner. Geil! Ja, hier seht ihr nochmal die Montage. Wirklich eine ganz kleine Grundel. Natürlich auch tot und wirklich sehr effektiv und fängig, gerade jetzt in der Zeit. Die letzten Tage lief es sehr schleppend mit Gummi. Wir haben von verschiedenen Kollegen gehört, dass teilweise gar keine Fänge möglich waren und die Grundel am Dropshot hat wirklich den meisten Fisch gebracht. Wirklich ganz einfache Montage, ganz normales
kleines Blei unten dran, Tropfenblei, 20, 30 Gramm je nach Strömung. Den Haken 15, 20 cm über dem Blei platzieren und wirklich nur aus dem Handgelenk kurz zupf. Ist wirklich kinderleicht und wirklich extrem fängig. Zum anderen an der Totenrute, in dem Fall hier die Pela Jerk von Bullseye, fischen wir einen etwas größeren Köderfisch. In dem Fall mit einem 50 Gramm Fireball, könnte aber auch einen 30 Gramm nehmen, also das ist völlig egal. Am Fireball unten ein Drilling befestigt, den sieht man hier auf der Rückseite. Ja, und dann geht das Ganze auf die Reise. Ne? Und der Sebastian hatte gerade noch einen richtig, richtig guten Biss hier auf den Köderfisch. Ich glaube, man kann es erkennen. Stand richtig gut in der Route und dann leider... Auf dem Echolot auch gesehen, den Fisch. Ja. Wir vermuten, dass es ein richtig guter Hecht war. Aber gut, kann nicht alles klappen heute. Ne? Ansonsten, aber bis jetzt war es super und wir gucken jetzt noch, dass wir noch einen Zander oder Hecht oder vielleicht sogar einen Barsch ans Band kriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind mit unserer kleinen Grundel Dropshot Tote Route Session sehr zufrieden. Wir hatten 9 Fische. Ja. Ein sehr schöner Zander mit genau 80 cm. Wenn ihr zufrieden seid mit uns und Ideen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Wir berücksichtigen diese natürlich sehr gerne und erstellen dazu auch ein Video. Und wir würden uns natürlich auch über ein Abo freuen. Und sollten weiterhin Fragen zu irgendwelchen Waymarine-Geräten sein, sei es das Element, sei es das Dragonfly oder auch das Axiom, gerne direkt über Waymarine Fishing Germany melden. Wir beantworten und helfen natürlich gerne weiter, wo wir können. Bis dahin. Bis dann. Macht's gut. Ciao.